wunderschönen guten Morgen euch hier in der Gemeinde und euch Ihnen zu Hause an den Geräten. Ich freue mich, dass wir diesen Gottesdienst miteinander feiern können und ich möchte den Herrn noch einladen dazu. Herr Jesus, ich lobe dich und ich preise dich. Ich danke dir, dass wir diesen Gottesdienst mit dir feiern dürfen. Und ich danke dir, dass du hier mitten unter uns bist. Und ich bitte dich um dein Reden für jeden Einzelnen von uns, dass du in unsere Herzen redest, dass du unsere Herzen öffnest, Herr Jesus, für dein Wort und dass du es Wurzeln schlagen lässt in uns. Danke, Herr Jesus. Amen. Am Anfang ein paar Ansagen. Als allererstes für Sie, euch zu Hause, vielleicht auch ein Hinweis, wir feiern heute Abendmahl. Es wäre jetzt noch eine Gelegenheit, das zu Hause vorzubereiten, falls ihr nicht dran gedacht habt. Also heute Abendmahl. Dann haben wir eine gute Nachricht. Ab nächsten Sonntag dürfen wir wieder singen. Also eigentlich ab morgen, aber das haben sie dann so toll gesetzt, dass dann unser Gottesdienst schon wieder vorbei ist. Also nächsten Donnerstag können wir wieder miteinander laut unseren Herrn loben und preisen. Dann haben wir heute in 14 Tagen, so langsam kehrt da wieder so eine Normalität ein, das freut mich so, da haben wir am 20.06. nach dem Gottesdienst wieder einen Kuchenverkauf zugunsten von Open Doors. Dann möchte ich euch bitten, einen Termin zu notieren. Am Dienstag, den 6.07., also in einem Monat, um 19.30 Uhr haben wir hier in der Gemeinde Mitgliederversammlung, und zwar in Präsenz. Also wir müssen uns nicht mit Zoom abquälen, sondern wir können uns treffen hier. Außerdem ist die Familie Heidel vom 3. bis 23. Juli hier im Lande zu Besuch bei uns. Und wir wollten euch bitten, ladet sie ganz herzlich zu euch nach Hause ein. Sie freuen sich, wenn sie da Gemeinschaft haben. Ein Thema, das mich in letzter Zeit sehr stark beschäftigt, immer wieder, ist die Ewigkeit. Und da habe ich in der letzten Woche eine gute Geschichte gelesen von einem Mann, Arthur Stace, kennt bestimmt jeder, der vor etwa 100 Jahren in Sydney gelebt hat. Dieser Mann hatte einen schlechten Anfang in seinem Leben. Er ist in einem Bordell aufgewachsen, ist früh zum Alkoholiker geworden, hat fast seinen ganzen Verstand mit billigem Fusel versoffen, bis er endlich in einen Gottesdienst kam und Jesus ihm begegnet ist. Und kurz nachdem er sich da bekehrt hatte, war er bei einer Evangelisation und da hat der Prediger gesagt, ich wünschte, ich könnte durch alle Straßen Sydneys gehen und das Wort Ewigkeit rufen. Der hat natürlich Eternity gesagt in Sydney. Das hat diesen Arthur Stace so angerührt, dass er gesagt hat, da muss ich was tun, aber ich bin so schüchtern, ich kann keinen Menschen anreden oder laut ausrufen, Ewigkeit. Deswegen hat er von da an jeden Morgen von 4 Uhr früh an 3 Stunden lang ist er durch die Straßen Sydneys gegangen und hat in einer gestochenen Schrift
das Wort Eternity alle 50 Meter auf den Gehsteig geschrieben. Also sehr bemerkenswert, was sich manche Leute einfallen lassen, um die Menschen auf Jesus aufmerksam zu machen. Und diese Ewigkeit, die ist mir auch so wichtig geworden, weil das griechische Wort für Ewigkeit wird meistens mit für immer übersetzt. Und wir machen uns überhaupt keine Gedanken darüber, was diese Ewigkeit für uns bedeutet. Also für uns hier, die wir mit Jesus leben, ist es wunderbar. Wir werden für immer mit ihm verbunden sein und in seiner Gegenwart leben. Aber für all diejenigen, die Jesus nicht haben, heißt es ewige Verdammnis für immer. Und seitdem mir das klar geworden ist, ist mir das so ins Herz gefallen, ich muss die Leute darauf aufmerksam machen, wenn du Jesus nicht hast, dann bist du für immer verloren. In der Bibel wird uns deutlich gemacht, dass wir in der vergleichsweise kurzen Zeit unseres Lebens hier über die unendliche Zeit in der Ewigkeit entscheiden. Was wir jetzt tun, das ist für dann entscheidend. Und jetzt haben wir bloß eine kurze Zeit und dann ist es eben für immer. Vielleicht überlegt euch das mal in einer stillen Stunde und lasst euch anregen dazu, den Leuten in eurer Umgebung sie darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig das ist. Und jetzt wollen wir unseren Herrn loben und preisen. Guten Morgen. Passt ganz gut zu dem, was der Klaus gehabt hat. Ich habe das erste Lied, das Ich glaube an Gott, den Vater, also unser Glaubensbekenntnis am Herzen gehabt. Und lasst uns aufstehen, auch wenn es heute noch nicht mitsingen dürft. Aber wir können das im Geist mitproklamieren und wirklich sagen, das ist das, was ich glaube und das ist das, für was wir stehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer aller Welt, Gott allmächtig. Durch den Geist empfangen kam Christus in die Welt, Jesus mein Retter. Ich glaube an Gott, den Vater, an Christus seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ich glaube an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Mein Richter und mein Anwalt, gekreuzigt unter Leid, Vergebung ist in dir. Du stiegst ins Reich der Toten, stiegst auf in Herrlichkeit und herrschst in Ewigkeit. Ich glaube an Gott, den Vater, an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ich glaube an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Ja, ich glaube an dich, dass du auferstanden bist. Ja, ich glaube an Christus, unseren Herrn. Christus und
Ja, ich glaub, dass wir ewig leben, dass die Jungfrau den Sohn gebar, die Gemeinschaft der Kinder Gottes, die Kirche unseres Herrn. Ja, ich glaub an die Auferstehung, wenn Jesus wiederkommt. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Ja, ich glaub an dich, dass du auferstanden bist. Ja, ich glaub an Christus, unseren Herrn. Ja, ich glaub. Ja, ich glaube an Gott, den Vater, an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ich glaube an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Wir glauben an dich, Jesus, an deinen mächtigen Namen. Glauben, dass du auferstanden bist, dass du lebst und dass du heute in unserer Mitte bist und dass du auch hier heute sprechen willst mit uns und zu uns. Und wir wollen unsere Ohren weit öffnen, ganz bewusst sagen, hier bin ich, Herr, ich will verstehen, was du mir zu sagen hast. Und wir danken dir für deine Präsenz, Jesus. Amen. Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ihr gekommen seid hier und alle, die im Livestream mit dabei seid, herzlich willkommen. Und es tut einfach gut zu hören, es wird immer wieder ein bisschen mehr einfacher. Ne? Alle sind müde geworden irgendwie von all diesen Restriktionen, aber wir bleiben dran und glauben, dass Gott auch wieder uns in neue Freiheit bringt, nicht nur äußerlich, Maske und so, sondern in eine ganz neue Freiheit, auch im Heiligen Geist zu gehen, im Glauben als Menschen, als Christen, auch zu merken, wie es ist, eingeschränkt zu sein. Ja? So äußerlich ist echt nicht toll. Ne? Aber oft merken wir das nicht, dass wir vielleicht geistlich auch irgendwo so eingeschränkt unterwegs sind. Und der Heilige Geist spricht zu uns. Und der Unterschied zwischen einer, sage ich mal, lebendigen Gemeinde und einer Gemeinde oder einer Kirche, die traditionell religiös unterwegs ist, ist, dass die lebendige Gemeinde hinhört, was der Geist der Gemeinde zu sagen hat. Die nicht sagen, wir wollen einfach so weitermachen wie immer und es passt doch und bitte schön nach der Ordnung. Eigentlich hätten wir jetzt einen längeren Lobpreisteil, ne? Aber jetzt machen wir es heute mal anders. Aber wir haben nachher noch Zeit, okay? Wir werden nachher noch mehr ein bisschen länger im Lobpreis sein. Aber das sind ja nur kleine äußeren Dinge. Aber es geht darum, ob wir bereit sind, wirklich als Nachfolger Jesu präsent vor ihm zu sein und uns zu fragen, Jesus, was willst du? Was willst du von mir heute und wie soll mein Leben aussehen? Meine Frage heute ist, was oder worauf kommt es am Ende an? Worauf kommt es wirklich am Ende an? Ich weiß nicht, ob du schon mal bewusst vom Ende hier gedacht hast über dein Leben. Ja, man sagt dir manchmal, man sollte mal auf seine eigene Beerdigung sein. Ja, stell dir vor, morgen ist deine Beerdigung und du bist da und du hörst mal zu, was all die Menschen dann so über dich sagen und vorlesen. In der Regel ist es immer ein Erinnern an das, was gewesen war und wo man mit ihm was oder mit ihr was erlebt hat. Ne? Und was denkst du, würden da die Leute über dein Leben sagen, über dich? Meistens sagt man ja die guten Dinge. Ne? Auf der Beerdigung traut man sich ja nicht, die ganze Wahrheit zu sagen. Aber stell dir vor, das ist keine gewöhnliche Beerdigung, da kommen die Leute und sagen die volle Wahrheit. Wir wollen alle irgendwie erfolgreich sein in diesem Leben und wir sind so gemacht von Gott. Ja.
So der gesunde, normale Mensch kommt nicht auf diese Welt und dann ist so da und sagt, mal gucken, was passiert. Ich lasse mich mal so treiben, lass mal so die Dinge irgendwie auf mich zukommen. Das macht man manchmal so, weil man irgendwann mal entschleunigen will. Aber in Wirklichkeit ist es ja so, sagen wir, wollen was bewegen, wir wollen was verändern, wir wollen was schaffen, wir wollen was kreieren, wir wollen Dinge gestalten und verändern. So, wir wollen eigentlich irgendwas bewegen und wir wollen letztendlich erfolgreich sein. Es gibt so viele Schulungen und Trainings um den Erfolg. Wann ist wer erfolgreich? Und wir definieren das für uns jeder vielleicht ein bisschen unterschiedlich. Aber im Groben, sage ich mal so, der Trend in dieser Welt ist, erfolgreich ist, wenn du ein Ziel hattest und das Ziel erreicht hast. Und sehr erfolgreich warst du, wenn du sogar viel mehr erreicht hast, als was du dir vorgenommen hast. Ne? So, wenn du eine Prüfung schreiben musst und du hast sie bestanden, dann warst du erfolgreich. Wenn du ein Unternehmen gründest und du machst gute Umsätze, warst du erfolgreich. Erfolg misst sich an dem Ergebnis unserer Leistung. Was spricht der Geist der Gemeinde zu Gemeinde? Wenn wir uns nehmen, die wir Jesus Christus nachfolgen, und ich spreche jetzt zu uns, die wir ehrlich und entschieden gesagt haben, Jesus, ich will dir nachfolgen. Ich will nicht nur Christ sein, um zur Kirche zu gehören, sondern ich will dir nachfolgen. Dann sagen wir auch, ja, aber wann bist du denn erfolgreich als Christ? Wie ist man als Christ erfolgreich? Was bedeutet das? Bist du erfolgreich, wenn durch dich Menschen zum Glauben gekommen sind? Ist es schon erfolgreich, wenn es einer oder zwei waren oder 20 oder 100? Oder wann bist du erfolgreich? Ich glaube, dass im Reich Gottes Erfolg sich eben anders definiert. Wir können das nicht an Zahlen festmachen. Ich kenne das unter uns Pastoren. Ja, das ist so beliebt und ich muss mich selber immer wieder daraus nehmen, ganz bewusst. Ja, wenn man sich trifft, wenn man zusammenkommt, vor allem wenn man neue kennenlernt, du weißt, innerhalb der nächsten Minute kommt meistens irgendwie die Frage, und in welcher Gemeinde bist du, welche Art von Gemeinde ist es und wie viele Mitglieder hast du? Ja. Und je mehr du natürlich sagen kannst, umso erfolgreicher stehst du da. Aber das ist kein Erfolg im Reich Gottes. Das ist nicht der Erfolg, den wir als Erfolg benennen. Erfolgreich im Reich Gottes ist derjenige, der einfach nur getan hat, was Jesus ihm aufgetragen hat. Wenn Jesus diesem Mann in Sydney einfach nur aufgetragen hat, schreibe jeden Morgen dieses Wort auf den Bürgersteig und er hat es getan, dann war dieser Mann 100% erfolgreich. Verstehen wir? Er hat vielleicht keine Zahlen, er weiß vielleicht nicht, ob es überhaupt irgendwas bewirkt hat, aber wenn er das getan hat, weil Jesus ihm das aufgetragen hat, dann war er erfolgreich. Wir sind immer nur dann erfolgreich, wenn wir getan haben, was Jesus von uns wollte. Und am Ende sagt Jesus dann, komm, geh ein zu meiner Freude, mein treuer Knecht oder Magd. Geh ein zu meiner Freude, denn du hast das getan, was ich dir aufgetragen habe. Vielleicht hat er dir nur ein Talent gegeben, dann hat er nicht erwartet, dass du mit fünf arbeitest, sondern nur mit dem einen. Und wenn er dir fünf gegeben hat, dann mit den fünf oder zehn, dann mit den zehn. Ich möchte das so als Beginn reinnehmen, um uns in das Zentrum wieder hineinzuführen, um was es wirklich geht. Ich empfinde ganz stark, dass gerade in den letzten Wochen der Geist Gottes sehr zu uns gesprochen hat. Und es war wie ein roter Faden. Wir haben uns nicht abgesprochen, aber da war ein ganz klarer roter Faden in all diesen Predigten. Und ich spüre einfach, wie der Geist Gottes sagt, ich gebrauche euch und ich rede zu euch. Und mir ist es diese Woche, die Woche davor, also seit Pfingsten nochmal ganz, ganz neu bewusst geworden und so viele Dinge in mir aufgebrochen und es bewegt sich so einiges in mir, wo ich merke, der Geist Gottes spricht zu mir. Er bewegt etwas, etwas ist im Kommen, was er wieder neu hervorbringen will oder verändern will. Und dann ist die Frage, wer Ohren hat, der höre. Das heißt, wer hören will, der höre genau hin. Wenn der Heilige Geist klar spricht zu uns, dann ist es nicht immer so, dass wir dann happy sind danach. Das ist eine falsche Vorstellung, die manche Christen haben. Ich meine, wenn der Heilige Geist spricht, dann bist du immer fröhlich und glücklich. Das stimmt nicht. Es ist ganz oft so, dann sagt er dir, wie lieb er dich hat, wie Gott dich schätzt und wertachtet, dann fühlen wir uns gut. Ne?
Wenn er sagt, ich finde es super, was du machst, dann ist es schön. Aber manchmal sagt der Heilige Geist doch, bitte geh den Weg nicht weiter. Du bist auf dem falschen Weg. Kehr um. Das sagt die Bibel, das ist, tu Buße. Kehr um, geh so nicht weiter. Ein Wort, das ja auch immer wieder gekommen ist, das war aus dem Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus, aus Offenbarung Kapitel 2. Da heißt es dann, ich lese mal, ich habe das jetzt glaube ich nicht auf der Folie, aber ich lese schon mal ab eins gleich. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, das sagt der, der hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Ich kenne deine Werke und deine Mühsel und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind es nicht. Und hast sie als Lügner befunden und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Was für ein tolles Zeugnis, oder? Du hast darauf geachtet, dass es die Wahrheit ist, dass das, was nicht stimmt, dass es offenbar wird. Dass Leute, die behaupten, jemand zu sein, es aber nicht sind. Dass du gesagt hast, stopp, das nehmen wir nicht an. Und du hast viel getragen, du hast viel gelitten vielleicht, aber du warst dran geblieben. Du hast die Mühsal ertragen, ja, heißt es hier. Und bist nicht müde geworden. Oft erleben wir das anders, ne? Wir werden schon viel müde. Aber sie sind nicht mal müde geworden. Und wenn hier Punkt wäre, wäre ja alles super, ne? Dann würden wir fröhlich nach Hause gehen. Dann könnte die Gemeinde im Ephesus sagen, danke, Heiliger Geist, dass du uns so ermutigt hast. Aber dann kommt jetzt etwas dazu, was ihnen sicher dann nicht gefallen hat. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von deiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Das hat uns beschäftigt, einige, mich auch. Und wir haben uns am Mittwoch dann in der Kleingruppe ganz intensiv darüber unterhalten. Was meint das eigentlich jetzt mit uns? Was ist die erste Liebe? Wohin soll ich zurück? Bin ich dann abgewichen? Ja, wovon denn? Ja, wie denn? Und wie kann ich das dann ändern? Und was ist diese erste Liebe? Oft fragt man sich, man denkt, naja, das ist irgendwo so dieses Verliebtsein vielleicht, ne? Aber wo war es bei dir? Wir haben uns intensiv darüber unterhalten und es war sehr, sehr bereichernd von verschiedenen Leuten zu hören, was würden sie definieren, was diese erste Liebe für sie war. Ich mache euch Mut, wirklich in einer Kleingruppe dabei zu sein. Das ist sehr stärkend, wenn man im Alltag wirklich Zeit hat, mal tiefer zu graben und auch voneinander zu hören, wie sie das empfinden und erleben. Weil oft denken wir, okay, diese erste Liebe heißt da, wo ich mich bekehrt habe. Da muss ich aber ehrlich sagen, wenn das ist, dann will ich da nicht zurück. Weil mein Anfang, meine Bekehrung war nicht so glänzend, war nicht so toll. Ich bin christlich aufgewachsen, war sehr traditionell, sehr gesetzlich. Ich habe mich, glaube ich, mehr bekehrt, damit ich nicht verloren gehe. So, ja, aber ich habe nichts Besonderes erlebt. Also da möchte ich nicht zurück. So gar nicht in unserer Ehe, wir haben ja auch darüber gesprochen. Klar, es gibt die Phase der Verliebtheit und die ist ganz toll, ne? Da machen wir manchmal verrückte Dinge, da sind wir unglaublich großzügig und da können wir alles andere auf einmal vergessen. Auf einmal haben wir den Stress des Alltags irgendwo hinter uns, weil wir nur noch Zeit suchen, wo wir zusammen sein können. Wir haben stundenlang am Telefon gehangen, dass uns die Ohren gebrannt haben. Damals noch mit dieser dicken Muschel, wisst ihr schon, ne? So diese und dann das rechte Ohr, ne? Das linke Ohr und so. Da hatten wir auf einmal die Zeit, ne? Und das ist toll. Und trotzdem sagen wir, wir wollen nicht zurück in diese Zeit, weil unsere Liebe gewachsen ist. Unsere Beziehung eine ganz andere Ebene bekommen hat. Zwischen diesen Highs, die wir hatten, und so hatten wir auch ganz viele Probleme. Und die wurden immer schlimmer und schlimmer, nachdem wir geheiratet haben und haben eine lange, schwere Zeit auch gehabt. Aber Gott in seiner Gnade hat so viel verändert und Neues gebracht. Und das habe ich geistig auch so erlebt. Dann gab es eine Phase, wo Gott auf einmal so reingebrochen ist in mein Leben.
und wo eine ganz neue Sehnsucht, nicht mehr aus dieser, sage ich mal, frühen vielleicht Verliebtheitsphase, sondern aus einer tiefen Sehnsucht, die sagt, Gott, hier bin ich. Ich will dir jetzt dienen. Egal, wo du mich hinschickst, jetzt will ich gehen. Ich bin bereit. Mein Herz ist bereit, mein Gott. Ich will mit dir gehen, egal wohin. Und dann kam eine Zeit, wo Gott uns so nahe war. Gott sich so offenbart hat. Wir haben so viel geweint, manchmal aus Schmerz der Vergangenheit, oft aus Glück, aus Dankbarkeit, aus Zufriedenheit. Wenn ich jetzt zurückschaue und sage, zu dieser ersten Liebe, dann sage ich, wenn, dann möchte ich da zurück. Ich möchte dieses Brennen, diese Sehnsucht, dieses Verlangen, dieses nicht aufhörende Suchen und mehr und mehr und mehr wollen von Gott, weil es so toll ist. Ich habe mir gestern die DVD angeschaut von 2004, The Call of the Feste Oberhaus. Wer von euch war damals dabei? Ja, ein paar noch. Einige sogar habe ich gesehen. Jutta, Antonia hat da mit den Flaggen getanzt. Ich wollte mir das irgendwie nochmal anschauen, weil ich sagte, ja, wenn zurück. Er sagt, schau, wovon du abgekommen bist. Und dachte ich, ja, ich schaue mal nochmal hin. So, wie war das? Was macht das jetzt mit mir? Ich habe unsere Jugend gesehen, die auf der Bühne stand, die unter Tränen geschrien und gebetet haben für Bayern. Das Herz war voll und sie brannten für Jesus. Sie haben Lobpreis gemacht, sie haben getanzt auf dem Feld, auch wenn es zwischendurch geregnet hat. Leute lagen auf den Knien und haben geschrien und gebetet zu Gott. So, das waren so Zeiten vielleicht, wo die Herzen so erfüllt waren mit dieser Liebe. Und ich sage diese Dinge nicht, weil ich denke, oh, ich will zurück zu dem anderen. Nein, ich will nur erkennen, was war diese Liebe. Wie können wir, wenn die Bibel sagt und wenn der Geist Gottes zu uns spricht und sagt, kehrt um zu dieser ersten Liebe, dann glaube ich nicht, dass er meint, ihr müsst wieder irgendwie so wie am Anfang Verliebte sein, sondern zu dieser Liebe, die für Gott bereit war, alles zu geben. Die bereit war, Gott von ganzem Herzen zu dienen. Das ist die Liebe. Das ist, wenn wir erfüllt sind von Liebe. Hey, dann ist doch nichts zu teuer, oder? Ich hatte damals nicht viel Geld, als wir so am Anfang unserer Liebe waren. Aber ich hätte wahrscheinlich alles ausgegeben, was ich irgendwie zusammenkratzen könnte, wenn ich wüsste, da ist das Geschenk, was sie gerne hätte und ich würde es ihr schenken, weil es mir dann völlig egal wäre, was es kostet. Und dann später sagt man, ja, weißt du auch nicht, ne? Das ist viel zu teuer. Dann weißt du schon, dass da was abgeflacht ist. Ja, muss das wirklich sein? Brauchst du das? Erinnerst du dich an eine Zeit, wo dein Herz so gebrannt hat? Gab es so eine Zeit? Oder ich sage einfach mal, erinnere dich mal zurück an die stärkste und tiefste Zeit, die du mit Gott hattest in deinem Leben. Manchmal waren das Zeiten, wo wir in großer Not drin waren, wo wir in der Krise gesteckt sind. Und es war auch trotzdem oft die tiefste Zeit mit Gott. Liebe Geschwister, liebe Freunde, der Heilige Geist, der spricht zu uns und sagt, Gemeinde, höre, was ich dir sage. Ich will nicht, dass du so weitergehst wie jetzt. Ich glaube, das betrifft jeden ganz persönlich, aber es betrifft uns als ganze Gemeinde. Liebe Gemeinde, wir wollen nicht so weitergehen, einfach so. Wir sind nicht eine Gemeinde, die berufen ist, traditionell und routiniert und religiös hier irgendwie einen Sonntag abzugestalten und ein paar Treffen unter der Woche zu haben. Wir sind gerufen, unseren Leuchter hochzuhalten und ein Licht in dieser Welt zu sein. Zeugen von Jesus Christus zu sein, brennend im Geist, in den Werken des Geistes zu wirken, in den Gaben des Heiligen Geistes zu wirken, sie wieder neu zu ergreifen und in den Gaben weiterzugehen. Dinge, die uns hindern, abzulegen. Wir hatten ja die Predigt über die Götzen, wie schnell so Götzen sich einschleichen, Dinge, die uns wichtiger werden als Gott. Dann sind sie Götzen, ja, das sind sie Abgötter, die uns eigentlich von Gott wegbringen und uns mehr Befriedigung verschaffen als das, was wir von Gott empfangen und erwarten. Verschiedene Gebundenheiten, in denen wir gefangen sind. Und da will Jesus uns rausführen. Und ein Weg und eine Sache, die uns ruft, ist, komm zurück zu dieser Liebe.
Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, und wie mache ich es? Ne? Und das haben wir in der kleinen Gruppe auch gefragt. Ja, aber kann man sich denn diese Gefühle irgendwie kaufen? Kann man sich die irgendwie nehmen? Kann man sich die irgendwie schenken lassen? Ja, schenken lassen geht vielleicht noch. Aber dann bist du darauf angewiesen, ob und wann es dir jemand schenkt. Ne? Aber hier gibt es einen Weg und den können wir gehen. Und ich kann nicht sagen, was genau sich dann verändert. Aber ich merke, es verändert sich was. Und ich glaube auch nicht, dass es jedes Mal dann so ist, dass du da sagst, ah, jetzt habe ich es erkannt, jetzt tue ich Buße und dann bin ich wieder auf 100. Aber es ist immer gut, diesen Wechsel, ja, diese Wende zu vollziehen. Weil das ist, was er sagt, schau zurück, wovon du abgefallen bist. Schau zurück, was das war, was in deinem Herzen war, wo du von weggekommen bist. Und ich möchte dich jetzt einfach bitten, nicht auf Widerstand zu schalten. Weil ich höre immer wieder, das sagt, ja, aber heute, damals war es für mich noch einfach. Ja, vielleicht warst du noch Single oder keine Ahnung was. Ja, aber jetzt, in den Herausforderungen, in denen ich stehe, jetzt bin ich Vater oder Mutter und habe ein oder zwei oder drei Kinder und so. Und Arbeit und all das. Also, was erwartest du von mir? Ich erwarte nichts von dir, Leute. Ich erwarte nichts von dir. Ich will nur wissen, willst du wissen, was der Geist Gottes von dir will? Willst du wirklich wissen, was Jesus jetzt und heute von dir will? Das ist nur die Frage. Und ja, jeder ist frei zu sagen, Jesus, ich will es jetzt nicht wissen, denn ich bin zu beschäftigt. Ich muss schauen, dass ich mein Leben auf die Reihe kriege. Das kannst du auch sagen. Aber ich kann sagen, was ich verstehe aus dem Wort Gottes, dann wird dein Leben aber nicht gerade lustig und leicht werden. Denn wir brauchen Gott in unserem Leben, oder? Die Herausforderungen werden immer härter und schärfer und wir fragen, wo ist denn die Kraft? Und oft, denke ich, sind wir so belogen. Wir denken, wenn wir uns mehr investieren in all das zu Hause und arbeiten und noch mehr machen und uns viel, viel Zeit nehmen und alles, was ja nicht schlecht ist grundsätzlich, aber wenn das bedeutet, Gott, sorry, zurzeit habe ich nicht so viel Zeit für dich. Gott, sorry, jetzt kann ich nicht drüber nachdenken und bitte sag mir nicht, dass ich jetzt auch noch irgendwas machen soll in die Richtung, weil ich ja so beschäftigt bin und so viel zu tun habe. Mach nicht zu, sondern frag einfach, und wie willst du mir dabei helfen? Wie willst du, dass ich dahin komme? Glaub mir, wenn du in der Liebe gehst, in dieser Kraft im Heiligen Geist, dass es dir besser geht, dass die Dinge im Alltag ganz anders flutschen, dass in der Gnade Gottes Dinge oft ganz anders geschehen, dass Erziehung anders funktioniert, weil wir aus dem Vertrauen zu Gott und aus dem Gebet kommen, aus dem, dass wir uns in ihm stärken lassen. Gemeinde funktioniert anders, wenn wir brennend im Geist sind. Zeichen und Wunder geschehen ganz anders, wenn wir erfüllt und in der Kraft des Heiligen Geistes auf dem Weg sind, oder? Und die Frage ist nur, lässt du dich einladen, zu sagen, Jesus, hier bin ich. Ich bin letzte Woche ganz bewusst tief da reingegangen, sag, hier bin ich. Jesus, zeig mir, was sind die Dinge, durch die ich das verlassen habe? Was genau habe ich verlassen? Habe ich überhaupt was verlassen? Vielleicht bist du zurzeit gerade in der größten Liebe. Dann sei froh und bleib dran und steck die anderen an. Gib es weiter, ja, so. Zünde an mit deiner Liebe. Denn wir brauchen das, wir brauchen einander, dass wir uns gegenseitig immer wieder darin stärken und ermutigen. Darum ist Gemeinde. Wir sind ein Leib, viele Glieder, wir sind zusammengebunden. Wir können uns das nicht nehmen und sagen, das schaffe ich schon alleine. Das ist ein Irrtum. Wir brauchen die Unterschiedlichkeit der Gaben und der Charaktere und der Menschen, die uns begegnen, mit denen wir in einer Interaktion sind, um uns zu sehen und zu erleben, wie Gott mit uns arbeitet. Wir kennen ja all diese Dinge. Dann kommt eine kleine Enttäuschung, dann kommt eine zweite drauf, du ignorierst sie vielleicht noch, du lässt sie noch irgendwie weg. Und dann kommt noch irgendwas und irgendwann kommt so ein Unmut mal hoch. Oh Gott, wieso? Wieso ich? So, wenn diese Fragen aufkommen, dann ist es schon tiefer. Und so geht es einfach, ja. Und irgendwann merkst du, nee, ich glaube an Gott, natürlich. Ich glaube, Gott ist gut. Und du kannst das immer noch mitsehen. Gott ist gut, ja. Ich glaube an Gott, den Vater und so weiter. Das ist ganz klar. Aber dein Herz sagt, ich bin weit weg von ihm. Und das ist, was Jesus hier meint. Ist dein Herz in dieser Liebe Jesu drin? Wirklich drin? Denn nur in ihm kamen wir auch die Liebe.
Wir können sie nicht aus uns produzieren. Hier geht es auch nicht in erster Linie um Gefühle. Hier geht es tatsächlich um diese tiefe Herzensverbundenheit, in Jesus zu sein. Wenn du von tiefem Herzen, aus tiefem Inneren sagen kannst, Jesus, ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich mehr als alles andere. Ich liebe dich mehr als meine Frau, als meine Kinder, als meine Enkel, als alle Menschen. Ich liebe dich mehr. Oft sind ja die Prioritäten verschoben. Wir meinen es gut, sagen, ja, aber ich soll mich um meine Familie kümmern. Und Jesus sagt, aber lass die Toten ihre Toten begraben. Was, ich darf nicht mal meinen Vater beerdigen? Natürlich darfst du ihn beerdigen, aber wir verstehen, was Jesus meint. Wenn du sagst, Jesus, ich will dir ja mehr folgen, aber zuerst muss ich, dann sagt Jesus, nein, das ist die erste Liebe. Wen liebst du als erstes? Wen liebst du am meisten? Wer ist die Nummer eins, die du liebst? Das ist die erste Liebe, egal welche Emotionen du hattest oder wie viel das war. Deine erste, deine Liebe, an die du zurück sollst sagen, Jesus, du bist die Nummer eins. Und ich will einfach nur tun. Wir versagen, wir werden schuldig, wir empfinden Anklage, Verdammnis. Das zieht uns aus der Liebe raus. Wir leben nicht in unserer Berufung. Wir dienen nicht mit den Gaben, die Jesus uns gegeben hat. Dann kann es auch dazu führen, dass wir dann auch aus dieser Liebe ein Stück rausgehen. Weil Liebe ist ja nichts Konstantes. Auch wenn Jesus sagt, ich habe meine Liebe in euer Herz gegossen. Liebe ist etwas sehr Sensibles. Liebe kann man nicht konservieren. Liebe ist nicht etwas, was starr da ist. Das ist keine Konstante, die du einfach mal hineinnimmst und dann trägst du sie mit dir. Liebe lebt. Liebe ist lebendig. Liebe muss gepflegt werden. Liebe muss gefördert werden. Liebe muss gestärkt werden. Liebe kann schwach werden. Liebe kann absterben. Und darum sagt Jesus, schau mal, Ephesus-Gemeinde, du bist von dieser Liebe weggekommen. Du bist noch fleißig, du tust noch ganz gute Dinge, aber du bist aus dieser Liebe raus. Erfolg in der Bibel ist eher, bist du in dieser Liebe und tust du, was Jesus von dir will. Ganz einfach. Und wenn wir für uns das mal klar erkennen, dann ist es ja auch so viel einfacher, ne? Du musst dich nicht vergleichen. Du musst nicht das schaffen, was irgendjemand schafft, sondern einfach nur das, was Jesus dir gegeben hat. Ich komme gleich nochmal zum zweiten Teil darauf. Wir haben oft die Beziehung einfach vernachlässigt. Hey, das kennen alle Ehepaare, ne? Die Liebe in der Ehe geht immer so. Ich habe noch kein Ehepaar erlebt, das nur so gelebt hat. So, es gibt Zeiten, wo wir uns viel näher sind, wo wir die Liebe viel intensiver spüren. Dann gibt es wieder Zeiten, wo man das Gefühl, wir sind irgendwie so ein bisschen auseinandergekommen, ne? Unbewusst, einfach nur so, weil wir, ja, jeder so mit sich selbst beschäftigt war. Zumindest geht es uns manchmal so. Und dann sage ich, hey, komm, wir müssen wieder mal Zeit haben miteinander. Zeit haben, wieder mal intensiv zu sprechen, Zeit mal füreinander zu haben. Und oft, wenn wir dann wieder auch tiefer kommen und unsere Herzen sich verbinden, dann spüren wir auch wieder diese Verbundenheit in der Liebe. Das ist mit Jesus genauso. Du kannst nicht sagen, ja, ich habe mich eines Tages bekehrt, das ist gut, und jetzt geht das schon so. Nein, Beziehung und Liebe ist lebendig und muss gelebt werden. So, die Antwort ist, was tue ich denn nun damit? Die Bibel sagt, tu Buße. Buße heißt einfach, kehr um. Oder Buße kann auch heißen, bereue es. Lasse es los, was falsch war. Und ergreife das, was Gott für dich hat. Auf jeden Fall, egal in welcher Form, es gibt verschiedene Formen von Buße. Die eine Buße geschieht mit großem Weinen und Schreien und Erkennen, wie schrecklich und ich elender Mensch, ja, so ungefähr, und kehre um. Manchmal ist es doch eine ganz einfache Erkenntnis. Hey, so will ich nicht weitergehen. Jesus, ich will umdenken. Ich will mich neu fokussieren. Der Geist Gottes spricht zu uns. Ich möchte dich jetzt einladen. Wenn du möchtest, kannst du auch die Augen schließen. Stell dir einfach vor, Jesus steht jetzt ganz nah vor dir. Du schaust ihm in die Augen und fragst ihn, Jesus, gibt es eine Sache, von der du möchtest, dass ich heute umkehre? Gibt es eine Sache, die mich weggebracht hat von dieser Liebe zu dir und wo du möchtest, dass ich umkehre? Du musst nicht gleich dein ganzes Leben durcharbeiten. Oft reicht es, wenn wir anfangen mit einer Sache.
und dann vielleicht die nächste und die nächste. Ein Schritt weiter. Heute ist vielleicht der Tag, wo du sagst, Jesus, zeig mir eine Sache. Was möchtest du, dass ich jetzt tue? Und ich versiegle das jetzt in deinem Geist, was da angefangen hat, auch wenn du noch nicht durch bist. Nimm es mit und geh damit weiter. Nimm dir Zeit, wirklich dahin zu hören. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. So denke nun daran oder erinnere dich, wovon du abgefallen bist. Und tue Buße und tue die ersten Werke. Und das nächste ist, tue die ersten Werke. Ich bin so dankbar, dass hier nicht steht und fühle wieder so leidenschaftlich, weil dann wäre ich jetzt überfordert. Wie soll ich das jetzt produzieren? Oder kannst du das? Kannst du plötzlich sagen, so jetzt will ich ganz leidenschaftlich sein und dann... Oder? Es geht nicht, aber was geht ist, fange an, die Werke der Liebe zu tun. Liebe ohne Werke ist sowieso tot. Fange doch einfach an und sage, welche Werke habe ich da in meiner ersten Liebe tatsächlich getan? Ich habe dann wirklich nachgedacht. Was war da so anders? Wie sah mein Tag aus? Was waren die Dinge, die ich gerne gemacht habe in dieser Zeit? Er sagt, tue diese Werke. Und diese Werke tun bedeutet, wir dienen Jesus. Weil es geht nicht darum, möglichst viele irgendwelche Werke zu tun, weil das wäre so ein humanistisches Denken. Ja, dann tu halt Gutes und dann bist du ein guter Mensch. Aber es geht gar nicht darum, ein guter Mensch zu sein, indem du viel Gutes tust. Es geht darum, ein Jünger Jesus zu sein, ein Nachfolger von Jesus und das zu tun, was Jesus will. Und deswegen fragen, Herr, was ist das, was du willst, dass ich tue? Und bei Jesus ist Liebe und Tun eng miteinander verknüpft. Wir lesen ja in Johannes Kapitel 14, lesen wir Vers 15 und 23. Heißt es, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Jesus antwortet und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer mich liebt, der hält meine Gebote, der tut das, was ich sage. Und jetzt denken viele, die auch vorhin Christi aufgewachsen sind, ah ja, das sind die 10 Gebote. Ich sage, nein, das sind nicht die 10 Gebote. Wir sind im Neuen Testament, wir sind nicht mehr fokussiert und sagen, tu diese 10 Gebote. Wir sind darauf fokussiert, tu, was Jesus sagt. Wer das tut, was ich sage, Jesus sagt, die Gebote erfüllst du schon, indem du Gott liebst und den Nächsten liebst. So einfach, das heißt, alles, was ihr aus Liebe getan habt zu dem Nächsten, habt ihr mir getan, sagt Jesus. Fange an, Liebesdienst zu tun. Fange an, einfach aus Liebe zu Jesus zu dienen. Nicht aus Liebe zu dir, nicht aus Liebe zu den Menschen in erster Linie, sondern in erster Linie einfach aus Liebe zu Jesus. Jesus, was möchtest du, was ich tue? Und oft passieren dann ganz interessante Dinge. Ich habe euch ja ermutigt, immer wieder mal anzurufen. Fragen Jesus, wen soll ich anrufen? Ich weiß nicht, ich hoffe, viele haben es gemacht. Ich habe es auch gemacht. Und habe immer wieder ganz krasse Sachen erlebt. Ich habe einfach gewartet und gedacht, Jesus wird mir sagen. Und dann kam immer wieder mein Impuls, ruf da an. Und dann rufe ich an und dann erlebe ich, dass ich gerade Menschen genau in der Zeit erreicht haben, wo sie in großer Not waren. Und ich sage, boah, das ist wie ein Reden Gottes jetzt gerade, dass du gerade jetzt anrufst. So, ich weiß es nicht, aber ich habe einfach nur getan, weil ich sage, Jesus, was willst du, dass ich tue? Dann kommst du zur richtigen Zeit, zu der richtigen Person oder an den richtigen Ort. Da musst du nicht mühsam suchen und dich anstrengen, na, ich sollte was machen, sondern einfach gelassen sein, sagen, hier bin ich, Jesus, sende mich, gebrauche mich. Jesus nachzufolgen ist eben nicht so anstrengend. Es ist eben nicht, ich muss und muss und muss und muss. Nein, sei einfach vor ihm, genieße die Zeit, weil manchmal sagt er auch, sitz einfach stille da. Hör mir einfach nur zu. Mach Lobpreis an und setz dich hin oder leg dich hin
und genieße die Zeit in meiner Gegenwart. Es geht darum, Jesus, was willst du? Ihm zu dienen bedeutet auch zu lieben. Einander zu dienen bedeutet auch einander zu lieben. Die Liebe drückt sich immer im Handeln, im Tun aus. Darum sagt er, tu die Werke. Und wenn wir anfangen, Werke der Liebe zu tun, wird Liebe niemals sterben in uns. Glaubst du das? Die Liebe wird immer wacher und lebendiger. Nächstenlieben, ein Dienerherz zu haben. Ein Dienerherz ist eben genau das, was ich gerade beschrieben habe. Jesus, hier bin ich. Paulus sagt sogar, ich bin ein Sklave Jesu Christi geworden. Ich bin sein Eigentum, denn ich tue, was er will und nur das. Geh schnell weiter. Wir haben dann gehört, Jesus kam und hat uns beschenkt. Das hängen noch mal die Geschenke an Pfingsten. Er hat uns beschenkt mit seinem Heiligen Geist, mit seiner Liebe und mit Gaben. Mit ganz verschiedenen Gaben, Talenten und Fähigkeiten, die er uns gegeben hat. Und da heißt es ja, und das ist, was wir tun sollen, in 1. Petrus 4, Vers 10. Da heißt es, und dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Und dient einander ein jeder, also bist schon auch angesprochen, oder? Wenn da steht, ein jeder mit der Gabe, die er nicht hat, mit der Gabe, die dem anderen gehört. Nein, mit der Gabe, die dir gegeben worden ist. Auch wiederum nicht mehr. Denn das ist so entscheidend wichtig. Denn wenn ihr zusammenkommt, 1. Korinther 14, 26, denn wenn ihr zusammenkommt, dann hat ein jeder, ja, im Psalm, ein Lied oder so weiter, eine Lehre, eine Zungenrede, eine Auslegung, dann hat ein jeder, und das ist es, um was es geht, dass wir das hineingeben, dass wir das einander mitteilen. Denn der Leib, die Gemeinde Jesu, wird erbaut dadurch, dass die Gaben anfangen zu funktionieren, denn dazu sind sie gegeben. Wir müssen diese Gaben erkennen, erbeten. Wir sollen sogar nachsuchen, heißt es in 1. Korinther 12. Ja, in der Liebe zu sein und die Gaben, die Jesus gegeben hat. Ich glaube, wir haben oft so eine falsche Vorstellung. Wir gehen zumindest so, denke ich mal, ja, wie soll ich sagen, billig, falsch damit um. Ich habe das selber erlebt früher, bis Gott mich da korrigiert hat, zu unterscheiden, ja, die Gabe ist für mich nicht wichtig. Ja, Zungenrede, was soll das, ne? So. Und außerdem beruft man sich dann ganz schnell auf diese Hinweise, wo es nicht gut ist, in Zungen zu reden oder was der Gemeinde nicht dient. Ah, dann ist sie eh nicht wichtig. Leute, wir verkennen da etwas. Jede einzelne Gabe, die der Heilige Geist gegeben hat, ist eine göttliche Gabe, die unglaublich wertvoll ist. Und wir sollen mit den Gaben Gott ehren. Ich saß heute Morgen am Frühstück und dachte, was könnte ich für ein Beispiel da nehmen? Dann fiel mir ein, ich habe ja meiner Frau noch gar nicht so lange hier eine ganz wunderbare Kette geschenkt. Die hat sie sogar an. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wie ist das, wenn man denkt, man schenkt doch etwas Tolles jemandem und ich dann irgendwann feststellen würde, diese Kette liegt immer nur in der Schublade. Weil sie sagt, na ja, ja gut, aber ich habe eine andere. Und das Interessante ist, sie kommt an den Tisch, macht die gerade dran, heute Morgen und sagt, oh, da Schatz, danke, ich bin so froh oder irgendwie so, dass du mir diese Kette geschenkt hast. Ich sage, das habe ich gerade drüber nachgedacht. So geht es Gott. Und er sagt, weißt du, das ehrt mich so, dass ich sehe, du legst sie dir gerade an und bedankst dich nochmal dafür. So sollen wir mit den Gaben umgehen. Sag, Jesus, danke, dass du mir die Gabe gegeben hast. Gerade bei der Zungenrede, weil wir haben ja einige angesprochen, Nico hat ja darüber gepredigt. Ich möchte kurz das nochmal hineinnehmen. Die Zungenrede ist eine kostbare, wertvolle Gabe, die Gott vielen gegeben hat. Und sie hat mehrere Bedeutungen. Einmal gibt es das Zungengebet, wo wir einfach Gott loben und preisen und beten und anbeten in Sprachen. Das können wir einfach für uns machen, damit wir im Geist fließen und damit wir im Glauben gestärkt werden, sagt die Bibel. Dann heißt es aber, es gibt die Zungenrede. Das ist ein bisschen anders. Paulus nennt es öfters, spricht von der Zungenrede und er spricht auch vom Zungengebet und auch vom Zungengesang. Die Zungenrede, die soll sich ja, oder die richtet sich ja an die Gemeinde. Und darum sagt Paulus, wenn ihr in Zungen sprecht,
für die Gemeinde, dann soll sie ausgelegt werden. Wenn sie nicht ausgelegt wird, dann sollt ihr sie auch nicht sprechen, weil es keinen Sinn macht, wenn ihr in Zungen redet und keiner versteht irgendwas. Das wäre das Gleiche, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit dann sitzt du da, oder? Und was bringt dir das? Gar nichts. Aber wenn jetzt jemand kommt und das auslegt, sagt er, dann ist das genauso wie das gesprochene Wort. Also es ist nicht unwichtig, sondern es muss nur richtig genutzt werden. Das ist, was Paulus sagt. Und wenn keiner da ist zum Auslegen, dann tue er das für sich. Das heißt, dann können wir trotzdem in Sprachen beten und in Sprachen singen. Dann ist das nicht an die Gemeinde gerichtet, sondern dann tust du das für Gott. Dann heißt es, dann sprechen wir Geheimnisse für Gott. Jetzt gibt es so manchmal so ganz kritische Dinge, dass Leute sagen, naja, aber wenn ich dann einen Nachbar höre, dass er in Zungen redet, oh, das darf ja nicht sein. Warum nicht? Das ist doch toll, dann freu dich darüber, dann er spricht ja nicht zu dir, dass du es verstehen musst. Weil dann würde ich sagen, hey, hallo, jetzt sprich mal normal, ich verstehe dich nicht. Das ist, was Paulus meint. Redet doch nicht, wenn die Leute kommen und was mitnehmen wollen und sie verstehen nichts. Aber nutzt es und baut es aus, weil Gaben kann man entwickeln, entfalten und stärken. Und fange an, das ganz bewusst aus dem Gesichtspunkt zu machen. Nicht, was bringt es mir, sondern Jesus, warum hast du sie gegeben? Was möchtest du damit und wie kann ich dich ehren? Denn wir wollen und sollen Jesus mit allen Gaben ehren, die er uns gegeben hat. Und wir sollen in den Dingen gehen, die er uns gegeben hat. Wir wollen oft das andere, was andere haben. Das ist scheinbar besser, ne? Wertvoller. Ein Punkt ist es, und den möchte ich kurz ansprechen, aber ich werde es vielleicht in der Mitgliederversammlung in 4 Wochen ein bisschen ausführen, wo ich gemerkt habe, wo Gott mit mir geredet hat. Wir können immer wieder, auch wenn wir im Dienst sind und wenn wir in unseren Berufungen gehen, trotzdem eine Schieflage bekommen. Ich sage mal, in anderen Schuhen gehen. Jeroen, welche Größe hast du? Ich habe 41, 42. Ja. Wollen wir tauschen? Du ziehst meine an? 41. Warum nicht? Ja, meine sind schöner. Was hast du für eine Größe? 40? Ja, deine will ich nicht. Ich habe 41, 42. Ich bin mal wandern gegangen in den Bergen. Die Almut war gerade wandern. Ne? Hast du gute Schuhe gehabt? Dann geht's gut. Ne? Ich war mal wandern in den Bergen und meine Schuhe waren ganz eng. Aber wenn du gerade gehst, war noch alles gut. Berghoch war auch noch alles gut. Aber dann bergrunter stand ich ständig an mit meinen Zehen. Eine kurze Zeit geht's noch. Und dann auf einmal merkst du irgendwann, oh, es wird schwieriger. Oh, das tut weh. Oh, die Klickblasen. Aber ich muss irgendwie unten ankommen. Ich merke, ich habe die falschen Schuhe. Dann bin ich in den Schuhladen gegangen und gesagt, wie schaut man die Schuhe? Welche Größe braucht man? Er sagt, du musst unbedingt eine Größe nehmen. Dass die gut am Fuß sitzt, aber vorne muss Platz sein. Und ich habe gemerkt, dass Jesus mir gezeigt hat, ich bin lange Zeit nicht in meinen passenden Schuhen gelaufen. Verstehst du? Wenn du nicht in den passenden Schuhen läufst, dann verlierst du die Freude, dann verlierst du die Kraft, weil du nur noch darauf konzentriert bist, irgendwie klarzukommen, den Schmerz auszuhalten oder was auch immer. Und ich habe Buße getan und gesagt, Jesus, ich will genau in das rein, was du mir gegeben hast. Weißt du, ich stehe auch oft unter Druck, an vielen Erwartungen, aber auch von den Dingen, die von außen kommen. Es gibt so viele Konzepte, es gibt so viele Ideen, es gibt so viele Bewegungen auf der ganzen Welt. Und wir kriegen das in den Schulungen der Pastoren reingehämmert und trainieren das und sagen, ja, das muss man so machen und so sind die Konzepte. Und ich habe vieles angeschaut, ich merkte, ja, ich kann mit vielem nicht umgehen. Aber das ist doch so erfolgreich. Ja, dann müssen wir es auch machen. Ja, dann müssen wir das machen. Und je mehr du dich mit all diesen Dingen beschäftigst, merkst aber irgendwann, du läufst nicht in deinen Schuhen. Ein anderer ist total begeistert. Ein Pastor rief mich vor kurzem an, aus der Münchner Gegend und erzählt, dass er das so gemacht hat und alles so durchstrukturiert und ein Jahresziel und 5 Jahresziele und Dazwischenziele und welche Zahlen und was auch immer. Und dann habe ich gesagt, boah, hey, das macht mich müde gerade, weißt du, das ist nicht mein Ding. Ich muss wieder in meine Schuhe. Ich habe versucht, so zu laufen, ich kann nicht. Ich habe gesagt,
Ich leite an, es gibt verschiedene Arten von Leitungen und die sind nicht schlecht. Ich verurteile es überhaupt nicht. Wenn das das ist, was Gott ihm oder denjenigen gegeben hat, ist das genau das Richtige. Aber wenn wir versuchen, in den anderen Dingen zu gehen und das zu kopieren und zu nehmen, weil es dort gut funktioniert und das sind nicht unsere Schuhe, dann wird es irgendwann nicht funktionieren. Und das lebt nicht, weil es einfach nur schwierig ist zu laufen. Also bedeutet es zurück zur Liebe, bedeutet auch zurück zu diesen Dingen, die Gott uns als Gemeinde gegeben hat. Wir werden mehr intuitiv leben, wir werden mehr aus dem Leben sagen, Jesus, was ist heute dran? Was ist vielleicht noch für den Herbst dran? Wo willst du führen? Wo bist du selber gerade unterwegs? Und genau da wollen wir sein. Und wenn du heute sagst, heute gehe ich gerade zu dem Kranken, dann will ich dort sein. Aber ich muss nicht wissen, was in 5 Jahren ist für mich, versteht ihr? Weil ich damit nichts anfangen kann. Ich will heute wissen, wo geht's lang, Jesus? Was sind die Werke, die du jetzt vorbereitet hast? Und für die kommende nächste Zeit, absehbar, aber nicht für irgendwann. Und ich merkte, wie das wieder frei macht. Ich sage, Herr, ich will einfach in dieser Freude oder Freiheit gehen und sagen, hier sind wir und wir sind bereit. Wir sind deine Armee und heute marschieren wir mit dir und heute wollen wir hören und heute wollen wir sehen, was dran ist. Und die nächsten Tage. Und das andere soll andere machen. So, das ist wichtig, dass du dich befreist von irgendwelchen Erwartungen und Druck, der auf dich gelegt wird und du anfängst, irgendwas zu produzieren. Wenn hier jemand ist von uns Mitarbeiter und Leitern, ich möchte euch das sagen, wenn du merkst über längere Zeit, du tust Dinge, die eigentlich nicht dir gegeben sind, dann hör auf damit. Und keine Angst, wir denken mal, ja, dann läuft der Dienst nicht mehr weiter, dann läuft er halt nicht weiter. Weil es nicht darum geht, Hauptsache einen Dienst zu erhalten, es geht darum, tue ich das, was Jesus von mir will. Das wird am Ende zählen, worauf kommt es an, ob du getan hast, was Jesus dir aufgetragen hat. Und ich möchte euch einladen jetzt, wir werden jetzt in den Lobpreis gehen und ich möchte euch anleiten, dass ihr euch befreit von Menschenfurcht, weil Menschenfurcht ist immer gegen Gottesfurcht. Wir können nicht beides gleichzeitig haben. Entweder wir haben Menschenfurcht oder Gottesfurcht. Entscheide dich für Gottesfurcht und einfach das zu geben. Mikrofon wird in der Mitte stehen. Ihr dürft dann gerne nach vorne kommen und was mitteilen. Wenn du ein Bibelwort hast, lies es einfach vor zur Erbauung der Gemeinde. Dann kannst du einfach so spontan nach vorne kommen. Wenn du ein prophetisches Wort hast, dann sagt die Bibel, das sollen wir prüfen. Wenn du einen prophetischen Eindruck, Bild oder Wort hast, dann kommst du zu einem von uns Leitern hier vorne. Der Samuel sitzt da, der Ralf, ich sitze da vorne. Teile es einfach kurz mit, ob es jetzt passt oder ob es vielleicht doch eher für dich ist und nicht ganz für die ganze Gemeinde. Und befreien wir uns bitte von jeder Menschenfurcht und Scham. Jemand denkt, oh, wenn ich da nach vorne komme und sage dem Samuel jetzt das Bild und er sagt, du, ich habe den Eindruck, das ist nur für dich. Und du gehst auf die Bank zurück, dann gehst du voller Scham. Oh, was denken jetzt die Leute, was hat er wohl gesagt? Und das passt überhaupt nicht. Das ist eben das, was der Teufel machen will mit uns. Geh erhobenen Hauptes am Platz und sag, danke, ich habe es gebracht, habe das getan, was Jesus wollte. Mehr alles andere ist nicht mein Job. Gib einfach und überlass es dann, wie es weitergeht. Dann ist das total frei. Weil das ist nicht beschämend. Und manchmal ist es gut, mit jemandem darüber zu sprechen, dann können wir gemeinsam empfinden und sagen, hey, es passt jetzt gar nicht so rein, vielleicht ein nächstes Mal oder vielleicht nimmst du es erstmal nur für dich, betest drüber, vielleicht zeigt Gott dir das noch weiter und wir können nochmal reden. Es kann so verschiedene Dinge geben, warum man das prophetische Wort prüfen soll. Und dann aber kommt und gibt es rein. Danke, Jesus. Und wir sind mit dir auf dem Weg. Amen. Wir wollen jetzt ein Lied machen, zwar, es wird es dann merken, wenn es in einen freien Teil reingeht. Kommt es einfach vor, ich schaue dann eben und lasst uns einfach jetzt eine Zeit nehmen, Jesus anzubeten und einfach zum Herrn, was er sagt. Heiliger Geist, und ich möchte jetzt einladen, dass du sprichst zu uns, Herr. Danke, dass du für jeden was hast. Du empfängst mich mit offenen Armen, von deiner Gnade krieg ich nie genug.
was auf mir lastet, lass ich jetzt fallen. Alles, was ich bin, gebe ich dir. Du empfängst mich, du empfängst mich mit offenen Armen. Von deiner Gnade krieg ich nie genug. Was auf mir lastet, lass ich jetzt fallen. Alles, was ich bin, gebe ich dir. Herr, ich suche deine Nähe. Ich will mehr, zieh mich hin zu dir. Deine Gegenwart ist das Kostbarste, was ich hab. Zieh mich hin zu dir. Du empfängst mich mit offenen Armen, von deiner Gnade krieg ich nie genug. Was auf mir lastet, lass ich jetzt fallen. Alles, was ich bin, geb ich dir. Herr, ich suche deine Nähe, ich will hin zu dir. Deine Gegenwart ist das Kostbarste, was ich hab. Zieh mich hin zu dir. Ich suche deine Nähe. Ich will mehr. Zieh mich hin zu dir. Deine zieh mich hin zu dir. Denn ich bin hungrig nach neuem Leben. Was die Welt mir gibt, reicht nicht aus. Füll mich neu mit deinem Feuer. Lass mich brennen, brennen für dich. Ich bin hungrig nach neuem Leben. Was die Welt mir gibt, reicht nicht aus. Füll mich neu, Herr, mit deinem Feuer. Lass mich brennen, brennen für dich. Herr, ich suche deine Nähe, ich will mehr, zieh mich hin zu dir. Deine Gegenwart ist das Kostbarste, was ich hab, zieh mich hin zu dir. Herr, ich suche deine Nähe. Ich will mehr, zieh mich hin zu dir. Deine Gegenwart ist das Kostbarste, was ich hab. Zieh mich hin zu dir. Ich bin hungrig, denn ich bin hungrig nach neuem Leben. Was die Welt mir gibt, reicht nicht aus. Füll mich neu, mit deinem Feuer. Lass mich brennen, brennen für dich. Ich bin hungrig nach neuem Leben. Was die Welt mir gibt, reicht nicht aus. So füll mich neu, mit deinem Feuer. Lass mich brennen, brennen für dich. Herr, ich suche deine Nähe. Ich will mehr, zieh mich hin zu dir.
was sicher, zieh mich hin zu dir. Ich will mehr von dir. Ich will mehr von dir, mehr von dir, mehr von dir. Ich will Der Herr hat mir meinen Taufvers noch einmal neu aufs Herz gelegt und ich glaube, der gilt für uns alle besonders heute. Weise mir deinen Weg, Herr. Ich möchte in Treue zu dir mein Leben führen. Richte mein Herz auf eines aus, deinem Namen in Ehrfurcht zu begegnen. Lieb dich, ja, deine Gnade ist verlässlich, deine Hand führt mein Leben durch die Zeit. Vom Moment an, wenn ich aufstehe, bis ich wieder schlafen gehe, singe ich von der Güte des Herrn, ich lieb dich. Ich lieb dich, ja. Deine Gnade ist verlässlich. Deine Hand führt mein Leben durch die Zeit. Vom Moment an, wenn ich aufstehe, bis ich wieder schlafen gehe, singe ich von der Güte des Herrn. Mein ganzes Leben warst du gütig. Mein ganzes Leben warst du gut zu mir. Mit jeder Phase meines Lebens singe ich von der Güte des Herrn. Ich lieb dein Wort. Denn es trug mich durch das Feuer, an den dunklen Nacht, warst du mir nah wie kein ander. Ich kenne dich als Vater, erlebe dich als Freund, und so sing ich von der Güte des Herrn.
Mein ganzes Leben warst du gütig. Mein ganzes Leben warst du gut zu mir. Mit jeder Phase meines Lebens singe ich von der Güte des Herrn mein ganzes Leben. Mein ganzes Leben warst du gütig. Mein ganzes Leben warst du gut zu mir. Mit jeder Phase meines Lebens singe ich von der Güte des Herrn. Dass mir deine Güte reicht bis in die Ewigkeit. Dass mir deine Güte reicht bis in die Ewigkeit. Ich geb dir mein Herz, weil mein Leben neu und lege alles hin. Dass mir deine Güte reicht bis in die Ewigkeit. Dass mir deine Güte reicht bis in die Ewigkeit. Dass mir deine Güte reicht bis in die Ewigkeit. Ich geb dir mein Herz, weil mein Leben neu und lege alles hin. Dass mir deine Güte reicht bis in die Ewigkeit. Mein ganzes Leben warst du gütig. Mein ganzes Leben warst du gut zu mir. Mit jeder Phase meines Lebens singe ich von der Güte des Herrn. Oh, mein ganzes Leben warst du gütig. Mein ganzes Leben warst du gut zu mir. Mit jeder Phase meines Lebens singe ich von der Güte des Herrn. Singe ich von der Güte des Herrn. No. Das ist ein Wort, was wir schon vor Monaten gekriegt haben. Ich glaube, das ist sogar damals so in zweimal so gekommen. Und ich glaube, dass es gerade jetzt wieder total aktuell ist. Einfach dieses sehr, sehr, sehr Bekannte. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Egal, was die Welt spricht, egal, was die Welt denkt, fühlt, handelt. Die Liebe Gottes hört niemals auf. Halleluja. Amen. Get it.
Geist spricht zu unserer Gemeinde. Die Einheit ist einem sehr wichtig. Aus Philipper 2,2: Seid eines Sinnes, einmütig, in der Liebe verbunden und gewurzelt. Also das ist sehr wichtig. Wir sollen mehr auf die Einheit schauen, uns achtsam und wertschätzen. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was Gott von dir fordert. Sein Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Jesus, nur du bist unser König, und wir beten dich an. Jesus, nur du bist unser König, und wir beten dich an. Jesus, nur du bist unser König, und wir beten dich an. Jesus, nur du bist unser König, und wir beten dich an. Oh, oh, oh. Gott hat mir gerade vorhin ein Bild gezeigt, da war eine Schaukel, ja, es war eine Doppelschaukel und auf der saß Jesus und neben ihm, der Platz war frei. Und Ralf hat es vorhin vorgelesen, wie Gott uns einlädt in seine Ruhe, und das möchte ich aussprechen. Er lädt uns ein, zu ihm zu kommen, in seine Ruhe, in seine Gegenwart und mit ihm, sag ich mal, ja, zu schaukeln. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, aber ich kann da nicht hingehen. Aber der Platz ist freigemacht. Jesus sagt, ich habe den Platz für dich freigemacht. Und es gibt nichts, nichts, was dich trennen kann von der Liebe Gottes. Und wenn Gott dir vergeben hat, vergib dir selbst.
In 2. Korinther 9, Vers 8 heißt es, er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Ground I'm standing on. You're more real than the wind in my lungs. Your thoughts define me. You're inside me. You're my real. You're closer than the skin on my bones. You're closer than the song on my tongue. Your thoughts define me. You're inside me. You're reality. Alles, was wir zum Leben brauchen, haben wir gerade gehört im Wort, hat Jesus schon für uns gegeben. Und jetzt ist es die Einladung, zwar jetzt gerade vielleicht hier nicht zu schaukeln, aber es ist die Einladung, zu ihm zu kommen. Du kannst vielleicht auf dem Platz schaukeln oder zu Hause, aber Jesus sagt, ich habe dir einen Platz an meinem Tisch bereit gemacht und lade dich ein zu kommen. Denn sein Blut ist vergossen, um unsere Sünden zu vergeben und sein Leib wurde zerschlagen, um uns wiederherzustellen. Durch seine Striemen heißt es, ist heil geworden, ist ganz geworden, ist wiederhergestellt. Durch sein Blut ist unser Leben in Ordnung gekommen. Auch wenn wir jetzt noch in dieser Zeit einiges erleben, was schwierig ist, so ist es doch schon alles vollendet in Christus. Und dieses Erbe wartet auf uns. Und da haben wir sogar einen Tages einen neuen Leib. Ewiges Leben. Und Jesus lädt uns ein, das immer wieder zu tun. Und er hat es mit seinen Jüngern gemacht und nahm das Brot und er brach es, um es zu demonstrieren, dass mein Leib ist es, der zerbrochen wird. Und wir sollen immer wieder daran denken, dass unsere Zerbrochenheit durch die Sünde nicht anders geheilt werden kann, als das, durch das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, durch seinen Leib. Und dann nahm er auch den Kelch und dankte dafür und sagte, das ist mein Blut. Das ist mein neuer Bund mit euch. Ewige Verbindung. Sie beruht nicht mehr auf deinen guten Werken, auf deiner Leistung, sondern auf das, was ich vollbracht habe am Kreuz. Und ich lade euch ein, jetzt auch zu Hause, wenn ihr im Bildschirm oder
das zuschaut, aber zu Hause auch feiert. Lass uns das jetzt segnen miteinander. Du kannst es zu Hause auch machen, indem einfach die Hand drüber ausstrecken und sagen, Jesus, wir segnen diesen Kelch und dieses Brot jetzt zum Brot des Abendmahls und zum Kelch, der uns reinigt, der uns frei macht, der uns stärkt im Glauben. Jesus, wir wollen genau jetzt, wenn wir das Abendmahl nehmen, ganz neu hinschauen zum Kreuz und bekennen, wir leben, weil du für uns geopfert bist und weil du auferstanden bist. Und wir sind ein Leib, so wie dieses Brot eins war. Und jetzt in kleinen Stücken, weil wir viele sind, und doch ist es der eine Leib, das eine Brot. So sind wir ein Leib in Jesus Christus, zusammengefügt, um eins zu sein. Und so segnen wir das jetzt in Jesu Namen, für jeden, der isst und trinkt. So steht es geschrieben in 1. Korinther 11, da sagt Paulus, denn ich habe es von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach es und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Das Gleiche nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer nun unwürdig von diesem Brot isst und von dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Ich möchte alle einladen, die ihr Leben Jesus gegeben haben, die in der Verbindung mit Jesus stehen, dieses Abendmahl jetzt mit uns zu feiern. Wir machen das heute ein bisschen anders. Die Brüder werden durch die Reihen gehen und es euch einfach austeilen. Ihr müsst nicht aufstehen, müsst nicht nach vorne kommen, ihr werdet einfach empfangen. Und ich würde vorschlagen, ihr nehmt das Brot und den Kelch und haltet es so lange, bis jeder was hat. Und dann wollen wir das gemeinsam einnehmen im Gedächtnis auf Jesus. Ich stehe in deiner Gegenwart und bete dich an. Ich hebe meine Hände auf zu dir, dem Gotteslamm. Ich stehe in deiner Gegenwart und bete dich an. Ich hebe meine Hände auf zu dir, dem Gotteslamm. Ich stehe in deiner Gegenwart und bete dich an. Ich hebe meine Hände auf zu dir, Gotteslamm, denn du hast alles für mich gegeben, nichts ist du zurück. Durch deinen Tod gabst du mir Leben, darum singe ich, Herr, für dich. Ich stehe in deiner Gegenwart und bete dich an. Oh, ich hebe meine Hände auf zu dir, dem Gotteslamm. Denn du hast alles für mich gegeben. Nichts hältst du zurück. Durch deinen Tod gabst du mir Leben. Darum sing Oh,
wir singen heilig, 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 ist das Lamm. Wir haben sein Brot in der Hand und was wir wirklich sagen können von Herzen ist Danke, oder? Danke, Jesus, für dein Leib, der durch deine Striemen uns, uns heil widerfahren. Lass uns das essen und an Jesus denken. Jesus, wir preisen dich für dein Opfer am Kreuz. Wir danken dir, dass du bereit warst, diesen Weg zu gehen. Und all dem, was du getan hast am Kreuz, hast du deine Liebe bewiesen zu uns. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir danken auch für sein Blut, das er vergossen hat. Und wir trinken diesen Wein oder Traubensaft. Etwas in Erinnerung, schau her, das ist dein neuer Bund mit Jesus. Danke, Herr. Yeah.
Das ist unsere Bitte, leite mich, mein Gott. Damit ist unser Gottesdienst zu Ende. Wer beim Rausgehen etwas in den Korb da hinten geben will, das ist für die Arbeit der Gemeinde sehr wichtig. Da freuen wir uns. Und für euch zu Hause habt ihr eingeblendet die Kontoverbindung der Gemeinde, wo ihr was überweisen könnt. Ich möchte euch noch segnen für die Woche. Ich segne euch mit der Fülle des Heiligen Geistes, mit geöffneten Augen und geöffneten Ohren, damit ihr die Stimme des Herrn hört und die Zeichen seht, die er euch setzt, damit ihr in die erste Liebe zurückfindet. Amen. Eine wunderschöne Woche wünsche ich euch.